Hallo und wie schon so oft sehr, sehr herzlich willkommen zur Lehrveranstaltung Data Analysis. Wir haben uns jetzt einiges angeschaut, nämlich die grundsätzlichen Ideen bei Datenanalyse, statistische Kennzahlen, Korrelationsanalysen. Dann haben wir überlegt, was diese P-Values sollen. Wir haben ein bisschen im R herumgespielt. Wir haben Statistiken gemacht und wir haben geclustert. Und das Letzte, was wir uns jetzt angeschaut haben, waren lineare Modelle und Kreuzvalidierung. Und bis zu einem gewissen Grad hat es dann in der praktischen Übung alles ja noch funktioniert. Jetzt kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Teil dieser Lehrveranstaltung, der ganz oft vergessen wird. Und zwar, Sie haben Datenspalten und Sie wollen aus diesen Datenspalten irgendetwas ablesen oder vorhersagen. Und diese Datenspalten, die wirken so fix, so stabil, die habe ich halt, ja, die muss ich verwenden. Und ich denke eigentlich sehr selten darüber nach, dass diese Datenspalten, die wir im Machine Learning auch oft Features nennen, dass diese Features eben vielleicht für das, was ich machen will, für das, was ich vorhersagen möchte, nicht unbedingt immer sinnvoll sind. Oder ich habe das Problem, dass die Features zwar sinnvoll sind, aber ich einen derart hochdimensionalen Raum habe, dass ich in diesem Raum einfach nicht mehr vernünftig clustern, keine Modelle mehr bilden kann. Und zwar liegt es an dem Curse of Dimensionality. Also je höher die Dimensionen werden, desto schwieriger wird es eigentlich, vernünftige Datenanalyse zu machen. Zum einen, weil wir uns das Ganze nicht mehr anschauen können, zum anderen aber auch aufgrund statistischer Effekte. Und die Interpretation, warum dieser Curse of Dimensionality eintritt, die werden wir uns gleich einmal anschauen. Jetzt aber zu den Slides zur Vorlesung heute: Feature Selection and Feature Reduction. Die Grundprobleme der hochdimensionalen Datenanalyse habe ich Ihnen schon genannt und dann gibt es eben diese Strategien, um Feature Selection and Reduction zu machen und was man dann auch noch machen kann, man kann versuchen, in hochdimensionalen Daten zu clustern, wobei ich da immer vorschlage, dass man hochdimensionale Daten zuerst einmal in die niedrigen Dimensionen bewegt. Es gibt zwar sehr elaborierte Ideen, wie man im hochdimensionalen direkt clustern kann, indem man für jeden Cluster zum Beispiel einen eigenen Unterraum definiert, aber praktisch machen diese Ideen dann hier und dort doch auch wieder Probleme, aber das schauen wir uns später an. Der Hauptpunkt, ja, das Grundproblem schlechthin ist der sogenannte Curse of Dimensionality. Und das Problem ist jetzt folgendes: Wenn man zweidimensional ist, also man hat zwei Datenspalten, dann gibt es meistens eine relativ große Variation der Abstände zwischen den Punkten und die Distanz von jedem Punkt zum nächsten Nachbarn unterscheidet sich stark. Also es gibt Punkte, die liegen sehr allein, es gibt Punkte, die liegen umringt von vielen anderen Punkten. Wir haben ja die Beispiele beim Clustering gesehen und natürlich muss das nicht unbedingt eintreten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das im Niedrigdimensionalen so ist, ist viel, viel höher. Wenn ich ins Hochdimensionale gehe und immer wieder einen gewissen Rauscheffekt einrechne, dann wird es immer mehr vermischt. Und warum ist das jetzt ein Problem? Das ist deswegen ein Problem, weil wir, wenn wir zum Beispiel clustern und auch bei linearen Modellen, ja wollen, dass gewisse Punkte näher beieinander sind als andere, ja, und dass da gewisse Muster gibt. Und diese Muster verschwimmen, wenn alle Punkte ungefähr gleich weit voneinander entfernt sind. Und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsansätze und einen Erklärungsansatz, das ist nur ein Erklärungsansatz, weil ob dieser Curse of Dimensionality eintritt, liegt natürlich an Ihrem Datensatz.
Wenn sie 20 Dimensionen haben und die 20 Dimensionen haben überhaupt kein Rauschen und die tragen alle zu ihrem Vorhersageergebnis ihres linearen Modells bei, dann gibt es keinen Curse of Dimensionality, obwohl sie 20 dimensionale Feature-Vektoren haben. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, warum das eigentlich passiert? Wenn wir uns jetzt diese Gerade anschauen und sagen, wir definieren einen Innenbereich, das sind jetzt 2,4 cm, und wir definieren einen Außenbereich und das sind 0,6 cm, das heißt 0,3 rechts und links. Wenn wir jetzt innen zu außen als Verhältnis anschauen, ja, und wir würden jetzt rein statistisch zufällig Punkte verteilen auf dieser Gerade, dann hat man da ein Verhältnis von 1 zu 4. Ja? Und das heißt natürlich für uns, dass der Außenbereich einfach unwahrscheinlicher ist. Wenn jetzt diese Verteilung der Punkte rein stochastisch passiert. Wie ist das, wenn wir im Zweidimensionalen sind? Wir haben den gleichen, also diese rote Umrandung ist immer nur 0,3 cm und der Durchmesser oder die Seitenlänge von dem Quadrat ist immer nur 2,4. Jetzt dadurch, dass das aber jetzt natürlich eine Fläche wird, ist plötzlich der Innenbereich 5,76 und der Außenbereich, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen wegen den Überlappungen. Also ihr habt das hier ausgerechnet, wir müssen immer ein bisschen was abziehen von der ganzen Länge, damit das dann passt. Aber das ergibt sich insgesamt, also dieser rote Bereich hat eine Fläche von 3,24. Und wenn wir jetzt wieder diesen Innenbereich durch den Außenbereich dividieren, dann kriegen wir ein Verhältnis von 1 zu 1,7 periodisch. Also eigentlich fast kein Unterschied mehr. Warum? Weil in der Fläche natürlich dieser Außenbereich viel, viel, viel größer wird, weil das ist ja quadratisch. So, und wenn wir noch eins weitergehen und wir machen jetzt einen Würfel und der Außenbereich um diesen Würfel rum ist wieder, das ist nur 0,3 cm dick. Wir rechnen jetzt den Innenbereich aus und sagen, okay, der Innenbereich ist jetzt 2,4 mal 2,4 mal 2,4, klassische Volumensformel. Und der Außenbereich, der ist ein bisschen komplizierter, weil wir immer aufpassen müssen, dass wir nicht doppelt zählen. Aber er ergibt sich dann insgesamt zu 13,176. Und wenn wir das ins Verhältnis setzen, dann haben wir ein Verhältnis von innen zu außen von 1 zu 1,04. Also eigentlich gar kein Unterschied mehr. Wenn ich jetzt zufällig Punkte hier in diesem dreidimensionalen Raum platziere, dann habe ich fast die gleiche Chance, dass dieser zufällig platzierte Punkt im Innen- oder im Außenbereich landet. Und das ist nur ein Erklärungsmodell, aber was Sie sich merken sollen ist, im Allgemeinen ist es immer so, dass Sie, wenn Sie mehr Dimensionen haben und alle Ihre Features tendenziell durchaus auch ein statistisches Rauschen dabei haben, das dann immer schwerer wird zu definieren, welche Punkte gehören eigentlich zueinander und welche Punkte nicht. Also Clustering wird extrem schwierig, wenn alle Punkte ungefähr gleich weit voneinander entfernt sind. Also das ist ein großes Grundproblem. Weitere Grundprobleme. Muster und Modelle auf hochdimensionalen Daten sind sehr schwer interpretierbar. Also wenn Sie ein lineares Modell machen und das ist zweidimensional, dann können Sie sich den Scatterplot anschauen. Dann sehen Sie, wie sind die Punkte, wie gut liegt die Gerade in der Mitte. Dann sehen Sie Ausreißer, dann kann man das sehr gut interpretieren. Wenn Sie jetzt ein multilineares Modell haben, also Sie haben, sagen wir mal, 40 Variablen, die stecken es da rein, multiplizieren es mit irgendeiner Zahl und dann kommt was raus. Das kann man sich eigentlich nicht mehr gut vorstellen, was da passiert. Es gibt natürlich Strategien über diese T-Werte und über diese Wahrscheinlichkeit, dass der entsprechende Variable wirklich signifikant zum Modell beiträgt oder eben nicht. Also diese Spalten, die es da im R gibt, wenn man ein lineares Modell anwirft. Aber das Problem ist einfach, wir kriegen nicht mehr die Chance, mit unserer Wahrnehmung und unserer praktischen Analysemöglichkeit, die wir als Menschen haben, hier eigentlich Resultate zu verifizieren oder zu
zu falsifizieren oder gewisse Sicherheiten beizufügen. Also im Endeffekt, man kann es sich nicht mehr anschauen und hat kein Gefühl, ob das, was da jetzt rauskommt, wirklich so generalisiert, wie man es gern möchte. Also man kann sich nur noch auf die Zahlen verlassen und ich verlasse mich sehr gern auf Zahlen, aber, wie auch das letzte Mal schon gesagt, Sie müssen unbedingt auch darauf achten, wie die Daten quasi wirklich aussehen. Weil Zahlen kombinieren immer sehr viele Daten, gerade statistische Kennzahlen. Und da kann es natürlich auch passieren, dass die Zahl eine gewisse Interpretation in Ihnen selbst auslöst. Also ein Korrelationskoeffizient von 0,8 löst eine gefühlte Interpretation aus, wie das ausschauen müsste, kann aber, wie wir schon gesehen haben, ganz anders ausschauen. Das zweite Problem ist eher so ein programmierpraktisches. Effiziente Algorithmen sind oft nicht mehr vernünftig möglich. Also diese ganzen Indexstrukturen, mit denen man zum Beispiel einen nächsten Nachbarn sucht, was man ja beim Clustering oft braucht, das degradiert. Ja, in hochdimensionalen Räumen sind die einfach dann irgendwann nicht mehr besonders effizient. Das heißt, es kann sogar sein, dass ich mich gar nicht mit dem Curse of Dimensionality aufhalten muss, weil ich gleichzeitig einfach das Problem habe, ich kann es nicht mehr ausrechnen. Ich kann ja keine Parameter mehr optimieren. Es geht einfach nicht. Ein anderes Problem, das es auch manchmal gibt, ist, dass Muster nur sichtbar werden, wenn wir in einem gewissen Teilraum sind. Also wenn wir ein gewisses Subset an Features definieren oder eine gewisse Rotation aufs Koordinatensystem legen, sehen wir plötzlich Muster, die aber gar nicht sichtbar sind, wenn ich alle Dimensionen verwende, sogar wenn es nur drei Dimensionen sind. Und das Letzte ist eigentlich ganz was Böses. Gruppen von korrelierenden Features wollte ich eigentlich schreiben, dominieren die Prediction Task. Also im Endeffekt habe ich diese Unabhängigkeitsannahme von den linearen Modellen. Da gehe ich ja davon aus, dass einzelne Spalten unabhängig sind. Ja, dass die nichts miteinander zu tun haben. Möglichst gar keine Korrelation. Das stimmt natürlich meistens nicht hundertprozentig. Wenn es jetzt aber sehr stark wird, die Korrelation, dann kann es sein, dass ich 5 Features habe und von den 40, die ich verwende, und dadurch, dass die 5 Features eigentlich immer die gleiche Ausprägung haben, nur in verschiedenen Größenordnungen, dominieren die eigentlich alles. Ja, also im Endeffekt rechne ich dann meine Vorhersage basierend auf einem Feature und merke es gar nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, weniger Features ist immer eine gute Idee und ein gewisser minimalistischer Ansatz, ein minimalistischer Ansatz, dass man sagt, ich möchte so wenig Features verwenden, wie es gerade eben möglich ist, ist eigentlich was Gutes. Ja, also möglichst viele Features führt meistens nicht zu den besten Modellen, wobei besten da jetzt vor allem auch den generalisierbarsten Modellen heißt. Das heißt, mit vielen Features kriege ich auf dem Trainingsset, seit dem letzten Mal wissen Sie ja, was das ist, auf dem Trainingsset oft immer noch bessere Ergebnisse, auf dem Testset dann aber immer schlechtere. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass unser Modell immer funktioniert und das wollen wir natürlich grundsätzlich. So, und jetzt können wir eben überlegen über den Bereich Feature Selection. Das ist grundsätzlich, wirkt es mal, als wäre das das Einfachste. Und das Einfachste bei der Feature Selection ist aber gar nicht so einfach, weil wie entscheiden Sie denn, welche Spalten Sie verwenden wollen und welche Sie ignorieren? Ich habe jetzt gerade eine Frage im Chat gesehen. Das Finden von nächsten Nachbarn ist ein reines Rechenleistungsproblem. Aber wenn Sie zum Beispiel an den Optics-Algorithmus denken, wo man immer wieder schaut, was sind denn jetzt die nächsten Nachbarn, dann kann man sich schon vorstellen, dass das sehr, sehr aufwendig werden kann, wenn die Dimensionen hoch werden. Jetzt gibt es zwei Arten von Features hier. Also das eine sind wirklich irrelevante Features. Also Dinge, die sind zwar dabei, aber die bringen gar nichts für das, was ich vorhersagen oder herausfinden will. Und die führen nur dazu, dass die Genauigkeit meiner Modelle bzw. meiner Aussagen reduziert wird.
Und dann gibt es, und das ist ein sehr, sehr häufiges Problem, redundant Features. Also es gibt eine starke Korrelation zu einem anderen Feature. Die Features sind grundsätzlich schon relevant, aber das Problem ist jetzt, dass man nicht weiß, was das Modell beim Training tut. Gibt es jetzt das halbe Gewicht aufs eine Feature und das halbe aufs andere oder das ganze Gewicht auf ein Feature und das andere kriegt dann 0? Und was passiert eigentlich mit den Features, die dann orthogonal, also ein bisschen anders zu diesen redundanten Features sind, ist auch relativ schwer vorherzusagen. Also sollte man vermeiden. Und das ist diese Abhängigkeit, wo wir ja gesagt haben, im standardlinearen Modell gehe ich immer davon aus, dass die Features wirklich unabhängig sind. Feature Selection ist ganz was anderes als Dimensionality Reduction und Feature Selection ist auch nicht Feature Extraction. Ja? Also Feature Extraction heißt, ich hole mir neue Features vielleicht raus aus bekannten Features. Feature Selection heißt wirklich, ich nehme die Datenspalte oder ich nehme sie eben nicht. So. Im Zweidimensionalen lassen Sie da schöne Plots machen. Irrelevant and redundant Features. Also redundante Features, wenn ich sage, ich will jetzt diese Punkte in zwei Gruppen einteilen. Dann reicht mir eigentlich eine Achse. Also die Achse und die Achse schauen so ähnlich aus. Das heißt, allein mit nur dieser Achse könnt ihr die zwei Gruppen auch schon finden. Das heißt, eigentlich brauche ich die Achse nicht. Bei redundanten Features ist es jetzt so, die Seite sagt für die Gruppierung hier genau dasselbe aus. Also das irrelevanten Features, Entschuldigung, das sind redundante Features, das hier sind irrelevante Features. Also bei irrelevanten Features ist so, das hilft mir überhaupt nichts. Diese Achse hilft mir für die Gruppeneinteilung gar nichts. Die könnt ihr gleich wegwerfen. Ja, also das sind irrelevante Features, das sind redundante Features, weil hier habe ich genau dieselbe Information, wenn ich nur eine Achse nehme für die Gruppeneinteilung. Von der Idee her. So, das nächste, was es aber auch gibt, ja, und das ist sehr spannend, sind Features, die als Einzelfeatures irrelevant sind, im mehrdimensionalen Raum aber dann plötzlich relevant werden. Also wenn man hier auf die Achse schaut, dann kann man, das ist ein klassisches Klassifikationsproblem, das da gezeigt ist, dann kann man die roten und die blauen Punkte eigentlich nicht trennen. Und auf der Achse genau dasselbe. Aber hier, wenn ich beide Achsen verwende, dann sehe ich plötzlich ein Muster. Ja? Kein klassisch lineares Muster, aber dann sehe ich plötzlich Gruppen, die könnte ich sehr schön clustern. Und das darf man nicht vergessen, das passiert auch. So, wir machen jetzt nur 2 Minuten Pause bis 12:55 Uhr und dann bin ich wieder.
So, und da sind wir schon wieder. Also, das waren so verschiedene Arten von Features, wo man sagt, in dem Fall brauche ich beide Features unbedingt und im anderen Fall eben nicht unbedingt. Ja, da brauche ich nur eins. Oder eins ist sowieso total sinnlos. Schauen wir nochmal zurück. Auf der linken Seite kann ich mir eins aussuchen, auf der rechten Seite kann ich das für mein Klassifikationsproblem brauchen und das Feature wirklich nicht. Klassifikationsproblem nochmal heißt, wir teilen die Daten in Klassen ein und ein Weg, wie man das angehen kann, ist natürlich Clustering, ja, indem wir Gruppen definieren. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn drauf, welche Features wir überhaupt brauchen? Und wir reden jetzt immer über den Bereich Supervised Learning, das heißt, wir wissen grundsätzlich, was rauskommen soll, weil bei Unsupervised Learning, also beim Clustering, ist es noch ein bisschen eine andere Kategorie herauszufinden, was dann wirklich ein gutes Feature ist oder nicht. Und deswegen sagen wir gehen davon aus, dass wir klassifizieren wollen. Wir wollen die Daten in Gruppen einteilen und fragen uns, wie sinnvoll ist ein Feature, um den Wert des Klassenattributs, also zu welcher Gruppe gehört diese Datenzeile, vorherzusagen. Und da gibt es eben statistische Maßzahlen, mit denen man arbeiten kann und was da immer sofort ein bisschen ins Gefühl kommt, sind sogenannte Decision Trees, also das sind diese Bäume, wo man so bei am Feature immer entscheidet, geht man rechts oder links und das macht man so lange, bis man unten ankommt und dann weiß man, in welcher Klasse man gelandet ist. Die Frage ist, wie gut überträgt sich die Separation von Werten im Feature Space auf die Klassifikation? Das klingt ein bisschen brockig, was heißt es? Kann ich bei dem Feature einen Cutoff angeben, der dann schön in zwei Gruppen von Klassen einteilt oder eben nicht? Und da gibt es drei verschiedene Ansätze, die ich Ihnen zeigen will. Das erste ist der sogenannte Information Gain, das zweite ist die Key-Quadrat-Statistik und das dritte ist der Begriff der Mutual Information. Der Information Gain, dafür müssen wir zuerst mal die Entropie nochmal wiederholen, weil gesehen sollten Sie das ja schon mal haben. Und da ist es jetzt so, wir haben ein Trainingsset und das PI hier ist die relative Häufigkeit der Klasse I im Trainingsset und K ist natürlich die Anzahl der Klassen und die Entropie ist jetzt die Summe über minus PI mal dem Zweierlogarithmus von PI und was das für eine Maßzahl ist, da dieses PI ja Zahl kleiner 1 ist, ist der Logarithmus negativ, deswegen steht hier das Minus, also es kommt eine positive Zahl raus und die Entropie entspricht eben der Unordnung. Das heißt, je kleiner die Entropie ist, desto mehr Ordnung haben wir in dem Ganzen. Und das wollen wir natürlich irgendwie. Ja? Und wenn wir das jetzt diesen Information gehen, dann sagt man, ich habe die Entropie, die kann ich ausrechnen auf meinem Originalset. Und jetzt tue ich bezogen auf ein bestimmtes Feature Klassen definieren und rechne jetzt wieder hier eigentlich so eine Art Wahrscheinlichkeit kann man nicht sagen, aber die Anzahl der Elemente, die in der Klasse CA drin sind, dividiert durch die Anzahl der Elemente, die im ganzen Set drin sind, mal der Entropie von dieser Klasse SCA und das ziehe ich ab von der ursprünglichen Entropie. Ja, und das sollte jetzt hoffentlich kleiner werden und der Unterschied, der hier entsteht, ist eben der Information Gain, ja, wenn ich bezogen auf dieses Feature A meine neuen Klassen definiere. Also im Endeffekt sage ich, ich definiere jetzt meine Klassen bezogen auf das Feature A, dann kriege ich neue Klassen und wenn ich da jetzt wieder das ins Verhältnis setze und die Entropie innerhalb dieser Klassen, die ich habe, quasi relativ aufsummiere bezogen auf die Größe der Klasse, und die ist dann, diese summierte Entropie ist
möglichst klein natürlich, dann kriege ich hier einen großen Information Gain. Also nochmal, was ist es? Ich definiere bezogen auf das Feature A Klassen. Das SCA ist die Größe einer Klasse in diesem durch das Feature A definierten Klassenkonstrukt, dividiert durch die Anzahl aller, die Größe des gesamten Sets, und dann rechne die Entropie aus, aber nur in der einen Klasse. Und wenn da die Entropie nicht mehr groß ist, dann summiere ich da einen sehr kleinen Wert und dann kriege ich einen großen Information Gain, was heißt, es gibt wenig Unordnung in Bezug auf die Klassen im Datenset. Also das ist einmal der Information Gain. Das nächste, was es noch gibt, ist die Key-Quadrat-Statistik. Da kann man jetzt messen, wie abhängig oder unabhängig ein Feature von der Klassenvariable ist. Ja? Also die Klasse, wir wollen wissen, ob jemand Laufstrecke 1 oder Laufstrecke 2 nimmt. Gehen wir mal kurz zurück. Entropie ist informell Unordnung. Man nennt es oft die Shannon-Entropie. Ist ein ganz, ganz klassischer Begriff in der Informatik. Und diese Entropie funktioniert jetzt so, dass ich sage, okay, ich habe verschiedene Klassen. Und ich frage mich, wie hoch ist die relative Häufigkeit einer Klasse im Datenset mal dem Zweierlogarithmus von eben dieser relativen Häufigkeit. Da der Zweierlogarithmus negativ ist, wird das relativ, sagen wir mal, groß, immer dann, wenn ich da irgendwo so bei einer Wahrscheinlichkeit von einer fairen Aufteilung bin. Also man muss sich so überlegen, wenn ich ein Datenset habe und da gibt es rote und grüne und blaue Bälle und es sind genau gleich viel rote, grüne und blaue Bälle drin und ich mische das durch, dann habe ich natürlich eigentlich eine riesen Unordnung. Wenn ich ein Datenset habe, in dem wahnsinnig viel blaue, ganz wenig grüne und ganz wenig rote Bälle sind, dann habe ich eigentlich eine große Ordnung schon. Ja? Also ich hab da sehr viel Eindeutigkeit in dem Datenset. Und diese Eindeutigkeit kommt dann über diese relative Häufigkeit rein, weil dann habe ich auf der einen Seite sehr große Werte für das Blau und auf der anderen Seite dann aber auch wieder Werte, die in der Summe nicht vorkommen für das Grün und Rot. Und in Summe heißt es, wenn der Wert da groß wird, dann ist im Datenset sehr wenig unterschiedliche Klassen. Ich hoffe, das ist halbwegs eine Erklärung. Und sonst kann man es googeln. Jetzt gibt es diese Key-Quadrat-Statistik. Und vielen Dank für die Fragen. Bitte weiterfragen. Manchmal ist es ein bisschen zeitversetzt, weil ich eben hier schon weiter bin, als Sie mich sehen. Aber ich schätze, es wird bald besser. Also was habe ich? Ich habe die Features, die ich habe, sind, ich weiß, wie oft eine Laufstrecke am Vormittag noch gemacht worden ist und am Nachmittag. Und ich will wissen, ob das prädiktiv ist, damit ich sagen kann, Laufstrecke 1 ist quasi immer am Vormittag, Laufstrecke 2 ist immer am Nachmittag. Und die Klassenvariable ist eben Laufstrecke 1 oder 2, also das ist das, was wir wissen wollen. Und die Frage ist, wie kann man jetzt feststellen, ob Vormittag oder Nachmittag eben prädiktiv ist für diese Unterscheidung. Und wie ich das jetzt machen kann, ist, dass ich über die Klassen, also hier habe ich zwei Klassen, Vormittag oder Nachmittag, dann über die Features kann ich auch drüber gehen, das sind die Features, und ich summiere über alle auf, also eigentlich gehe ich durch die ganze Tabelle auf und sage immer, was ist die Observed Frequency, das ist das, was da steht, oder, und ziehe davon die Expected Frequency ab. Was ist jetzt die Expected Frequency? Die Expected Frequency, die hier vorkommt, ist einfach, wenn man sagt, okay, wir haben ja insgesamt 300 Vorkommen von der Laufstrecke 1, wir haben 450 Vorkommen von der Laufstrecke 2 und vom Vormittag
Und jetzt würde man sagen, na okay, also eigentlich würde man erwarten, dass 450 mal 300 dividiert durch 1500 mal die Laufstrecke 1 am Vormittag gemacht wird. Rein sozusagen, wenn es keinen Zusammenhang gibt. Ich sag's nochmal. Also, wir wissen, am Vormittag geht eine Person 450 Mal laufen. Und wir wissen, die Laufstrecke 1 wird 300 Mal gemacht. Was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich am Vormittag Laufstrecke 1 nehme? Naja, das ist 450 mal 300 dividiert durch 1500. 1500 ist insgesamt die Summe der Läufe. Also das ist diese Expected Frequency. Und wenn diese Expected Frequency jetzt weit weg ist von dem, was da steht, dann sage ich, das wird wahrscheinlich nicht per Zufall passiert sein. Also, 250 minus 300 mal 450 durch 1500 zum Quadrat dividiert durch 300 mal 450 durch 1500. Das ist diese Zahl, dieses EIJ, das wir da haben. Und was ich dann am Schluss mache für die Ki-Quadrat-Statistik, ist, dass ich über alle diese vier Felder summiere und dann kriege ich eben diesen Ki-Quadrat-Wert raus, mit dem ich Statistik mache und sage, gibt es da wahrscheinlich einen Zusammenhang? Also angenommen wird, es ist kein Zusammenhang zwischen Vormittag, Nachmittag und Laufstrecke 1 und 2. Und wenn die Ki-Quadrat-Statistik dann sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da kein Zusammenhang ist, ist sehr, sehr niedrig, dann wissen Sie automatisch, wahrscheinlich gibt es einen Zusammenhang. Das Letzte, was wir jetzt noch haben, ist die Mutual Information. Ja, da fragt man sich, wie sehr zwei Features irgendwie gemeinsam agieren. Und was man da ins Verhältnis setzt, ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser X und ein gewisser Y-Wert in den zwei Features gemeinsam auftritt. Man kann sich das vorstellen wie eine Datenzeile, in der zwei Werte stehen, also 3 und 4. Und dann fragt man sich, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass in der ganzen X-Spalte ein 3er vorkommt und wie wahrscheinlich ist es, dass in der ganzen Y-Spalte ein 4er vorkommt. Und wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten vergleichen und die wären genau gleich, dann haben wir natürlich keinen großen Zusammenhang. Und wenn die genau gleich sind, dann haben wir da einen Logarithmus von 1 und der ist ja bekanntermaßen 0. Also die Mutual Information wird immer groß, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Werte gemeinsam auftreten, viel, viel höher ist, als man es eigentlich, und das ist jetzt ähnlich wie bei dieser Ki-Quadrat-Statistik, als man es eigentlich per Zufall erwarten wird. Schauen wir uns dazu vielleicht ein Beispiel an und ich switch ganz kurz auf die Dokumentenkamera. Und jetzt sind wir gleich bei der Dokumentenkamera. Sehr gut. Sie hören mich hoffentlich noch. Und das, was wir da haben, ist eben, machen wir mal zwei Datenspalten, x und y. Und jetzt versuchen wir mal künstlich, dass die proportional werden. Also 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 0 und 1, 2 und 3. Also y ist irgendwie immer 1 größer als x. Und jetzt machen wir noch ein bisschen weiter, damit wir ein paar kleinere Werte kriegen. Wir haben nochmal 1 und 3 und 5 und 4 und 7 und 9 und 2 und 4. So. Und jetzt schauen wir uns diese Mutual Information an. Was wollen wir mit der Mutual Information? Wir wollen herausfinden, ob die Spalten eigentlich tendenziell die gleiche Information haben. Also Mutual Information rechnet uns das aus. Wechselseitige Information heißt es ja eigentlich. So, jetzt muss man über alle Werte in x und y gehen. Das ist natürlich ein Haufen Arbeit. Und dann rechnen wir die Wahrscheinlichkeit von x und y mal dem Logarithmus
für die Wahrscheinlichkeit von xy durch die Wahrscheinlichkeit von x mal die Wahrscheinlichkeit von y. So, schauen wir uns jetzt ein Paar an, das da auftritt. Vielleicht brauchen wir ein Paar, das doppelt auftritt, damit es nicht so fad ist. Also, wir machen mal y ist 1, ist 2 und x ist 1. So, die Wahrscheinlichkeit, dass 1, 2 auftritt, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also ist 2 Elftel. Das ist die relative Häufigkeit. Und jetzt haben wir den Logarithmus von 2 Elftel dividiert durch p von x mal p von y. Was ist jetzt dieses p von x? Das ist die Wahrscheinlichkeit von einem 1er in der x-Spalte. Das ist 3 Elftel. Und p von y ist die Wahrscheinlichkeit von einem 2er in der y-Spalte. 1, 2. Also das sind 2 Elftel. So, die Elftel können wir jetzt natürlich super schön da rauskürzen. Und dann haben wir noch 2 durch 3 mal 2 sind 6. Also haben wir 2 Elftel mal Logarithmus von 2 Sechstel. Und der Logarithmus von 2 Sechstel ist natürlich kleiner als 1. Das heißt, der ist negativ. Ja, der ist sehr klein. Was heißt das jetzt für uns? Wir würden uns eigentlich sogar mehr von diesem 1, 2 erwarten, als wir in Wirklichkeit kriegen. Das ist jetzt natürlich nur ein Element in der Summe. Ich mache jetzt nicht alle, nur damit man sieht, wie das entsteht. Das heißt, je höher die Mutual Information ist, desto höher ist diese wechselseitige Information. Und bei 1, 2 schaut es jetzt nicht so aus, als ob das so oft auftritt, dass man sagen würde, das tritt öfter in Paarung auf, als wir es eigentlich erwarten würden. Weil wir würden es eigentlich ein bisschen öfter per Zufall erwarten. Das können wir natürlich auch umdrehen, wenn wir da jetzt 1, 2 immer noch ein paar Mal drunter schreiben. Aber das sparen wir uns jetzt, das Argument. Also wenn die Mutual Information hoch ist, dann haben die Spalten was miteinander zu tun. So. Genau. Der Vorteil von dieser Forward Selection und dem Feature Ranking, also ich kann jetzt paarweise Mutual Information ausrechnen, ich kann diese Key-Quadrat-Statistik machen und jedes Feature einzeln überprüfen im Vergleich zur Klassenvariable oder ich kann eben Entropie messen und sagen, wie gut kann mir dieses Feature überhaupt die Entropie reduzieren. Das sind dann einzelne Feature-Analysen. Beim Key-Quadrat sind es Paare von Features und beim Information-Gain geht es auch um Paare von Features. Und was ich natürlich gern hätte, ist, dass bei der Key-Quadrat-Statistik die Wahrscheinlichkeit gering ist, dann ist gut. Bei der Entropie möchte ich auch, dass der Zuwachs von dieser Entropie möglichst groß ist. Also der Information-Gain soll groß sein, also der Zuwachs, die Reduktion der Entropie. Und bei Mutual Information, wenn das sehr groß ist, dann möchte ich natürlich gern, dass ich nur eins der beiden Features verwende. Vorteil ist, das geht schnell, weil ich fast immer einzelne oder Paare von Features anschaue. Nachteile sind, ich nehme halt an, dass die Features unabhängig sind. Und deswegen kommen wir im zweiten Teil zum Thema Dimension Reduction. Aber jetzt machen wir 5 Minuten Pause bis 13.20 Uhr und ich lese natürlich sehr gern nach, wenn Sie Fragen im Chat haben.
So, und da sind wir wieder. Und jetzt ist natürlich der Moment gekommen für die Anwesenheitskontrolle. Für die Anwesenheitskontrolle machen Sie bitte Folgendes. Ich schicke Ihnen jetzt über Teams einen Fragebogen im Kanal zu dieser Lehrveranstaltung. Und in diesem Fragebogen müssen Sie nur einen Satz beantworten, einen sinnlosen Satz, und zwar, Moment, der Hund riecht am Baum. Der Hund riecht am Baum. Wenn Sie das in den nächsten 5 Minuten in diesem Fragebogen ausfüllen, dann waren Sie offiziell dabei. Ich schaue mal kurz, ob es funktioniert. Erste Antworten sind da, es scheint zu funktionieren. Dann gehen wir direkt zurück zu unserer Präsentation. Und wir sind jetzt bei was anderem gelandet, und zwar bei Dimension Reduction. Und das wollen wir uns jetzt noch anschauen. Dimension Reduction ist der Versuch, dass man hochdimensionale Daten runterrechnet auf niedrigere Dimensionen. Und die Frage ist, woher wissen wir wie? Das ist keine leichte Frage. Und mit diesem Thema beschäftigen sich Menschen schon sehr, sehr lang. Und eine der ältesten klassischen Methoden ist die sogenannte Principal Component Analysis. Und die macht Folgendes: Eine ganz harte Annahme, die sagt, okay, eigentlich darf ich das Koordinatensystem der hochdimensionalen Daten so drehen, dass entlang der ersten Achse, der ersten Principal Component, möglichst viel Standardabweichung ist und entlang der zweiten Achse zweitmöglichst viel und entlang der dritten Achse drittmöglichst viel. Und das, was man dann eigentlich macht, ist, ich berechne diese PCA und dann nehme ich halt die ersten zwei oder die ersten drei Komponenten und wirf alles andere weg. Also ist nichts anderes als eine Rotation des Koordinatensystems, die möglichst geschickt so gemacht wird, dass möglichst viel Variation in den Daten erhalten bleibt, obwohl wir die ganzen anderen Dimensionen wegwerfen. Ja. Dann gibt es noch ISOMAP und LLE, das ist im Detail jetzt nicht so leicht zu erklären. Und dann gibt es noch Stochastic Neighborhood Embedding oder das neue T-SNE, das gar nicht mehr so neu ist. T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding. Und das hat eine ganz smarte Idee. Schauen wir uns das mal an. Das ist unser hochdimensionaler Raum. Ja, das ist so eine Wolke, weil wir müssen uns das ein bisschen kreativ vorstellen. Das sind sehr viele Dimensionen, hunderte. Und im hochdimensionalen Raum machen wir jetzt Folgendes: Wir legen auf jeden Datenpunkt eine hochdimensionale Gaußverteilung. Und diese hochdimensionale Gaußverteilung, mit der können wir dann die Wahrscheinlichkeit bewerten, dass irgendein anderer Punkt ein Nachbar ist. Und das wird einfach abgelesen aus dieser Verteilfunktion. Also da habe ich einen anderen Punkt, ja, und dann schaue ich nach, wo liegt der, und dann kann ich aus der Verteilfunktion eben integrieren, so wie schon oft gesagt, und dann sage ich, diese Fläche unter der Kurve definiert mir jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das echt ein Nachbar sein soll. Und jetzt mache ich Folgendes, dass ich im Niedrigdimensionalen die Punkte zuerst zufällig einfach in den Raum wirf, wie im dreidimensionalen Raum. Und dann lege ich wieder so Gauss-Funktionen drauf und bewerte wieder, ob dieser Punkt, mit welcher Wahrscheinlichkeit dieser Punkt, und das ist diese Fläche Alpha, die da eingezeichnet ist, wirklich ein Nachbar ist. Also wir haben jetzt da irgendeine Wahrscheinlichkeit für Nachbarschaft für jeden Punkt zu jedem anderen Punkt und hier auch. Und wir wollen natürlich, dass das gleich ist. Ja, weil je gleicher das ist, desto besser passt. Und entscheidend ist natürlich der Parameter, wie breit ist eigentlich diese Gauss-Verteilung. Und diesen Parameter, auf den fließt indirekt ein Parameter ein, den man angeben muss. Das ist die Perplexity. Der Perplexity-Parameter definiert indirekt, ja, über Entropieberechnung, wie breit die Gauss-Verteilungen denn wirklich sind. Und dann mache ich nichts anderes, als dass ich sage, okay, ich habe hier eine Verteilung mit Wahrscheinlichkeiten und hier habe ich Verteilungen mit Wahrscheinlichkeiten und ich möchte, dass diese Nachbarschaftsverteilungen möglichst gleich sind und rechne die sogenannte Kullback-Leibler-Divergenz aus.
Ja, was ist das? Schauen wir mal kurz. So, schauen wir mal kurz hin. Was sagt Wikipedia? Kullback-Leibler-Divergenz. Wir haben da zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und diese zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die wollen wir vergleichen. Und je ähnlicher diese zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind, desto höher oder niedriger? Niedriger ist die Kullback-Leibler-Divergenz. Ja, schaut ein bisschen aus wie die Entropie. Ja? Schaut ein bisschen aus wie die Entropie. Also ich gehe über den gesamten Raum und sage, also wenn ich es integrieren will, dann muss ich es so ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit für irgendeinen Wert mal die Wahrscheinlichkeit für den Wert in der einen Verteilung durch die Wahrscheinlichkeit für den Wert in der anderen Verteilung. Und die Gleichheit gilt nur, wenn P und Q identisch sind. Also im Endeffekt ist es ein Maß dafür, wie ähnlich sie diese zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind. Also ich habe oben diese Verteilung der Punkte mit den Nachbarschaften und ich habe das auch im niedrigdimensionalen Raum und die wollen wir jetzt ungefähr gleich hinkriegen. Und da ist im Paper zu dieser Methode Teasney eben eine sehr smarte Gradient Descent Vorgehensweise, also wo ich quasi sage, ich versuche jetzt im hochdimensionalen Raum diese Kullback-Leibler-Divergenz zu minimieren und je kleiner ihr die kriegt, desto besser passt alles. Das ist der Schnelldurchlauf. Und jetzt sieht man das auch wieder. Und das ist eine ganz eine coole Methode. Was man natürlich sieht, ist dieses Gradient Descent, also das immer im Kreis, immer Punkte woanders hinschieben und versuchen, dass es besser wird. Das kostet natürlich Zeit und sorgt dann natürlich dafür, dass das nicht unbedingt deterministisch ist. Also es muss nicht immer dasselbe rauskommen. Aber ich komme jetzt von hohen Dimensionen in sehr niedrige Dimensionen. Und das ist natürlich für uns irgendwie eigentlich ganz gut. Schauen wir vielleicht nur in das Originalpaper rein. Ich tippe gerade so Cola. Google.com. Das schaut genau richtig aus und da schauen wir jetzt rein. Genau. Das Originalpaper zu dieser Publikation heißt, zu dieser Methode heißt Visualizing Data Using Teasney. Und was wir da sehen, ist immer wieder wahnsinnig viel Mathematik und da sehen wir jetzt diese Wahrscheinlichkeiten für die Nachbarschaften und da sehen wir eben diese Kullback-Leibler-Divergenz zwischen den beiden Verteilungen. Also das eine ist die Wahrscheinlichkeit, dass I und J Nachbarn sind im Hochdimensionalen und das andere ist die Wahrscheinlichkeit, dass I und J Nachbarn sind im niedrigen Dimensionalen. Und die beiden Wahrscheinlichkeiten sollten halt möglichst gleich sein. Ja? Und das wird versucht mit elaborierten Methoden und da sehen wir eben diese Perplexity. Und diese Perplexity hat dann einen Einfluss auf diese Breite der Gauss-Verteilung, die für die Nachbarschaftsdefinition genutzt wird. Das heißt, die Perplexity ist ein sehr, sehr wichtiger Parameter bei Teasney. Aber lange Rede, kurzer Sinn, sie stecken was Hochdimensionales rein, sie suchen ein bisschen nach einem gescheiten Perplexity-Parameter und sie rechnen es runter und dann kriegen sie was, das können sie sich anschauen. Und das wird gemacht durch Optimierungsansätze, nicht wie bei der PCA, da gibt es eine optimale Lösung im Allgemeinen, außer die Matrix, die man hat, die Kovarianzmatrix ist singulär, aber wenn die nicht singulär ist, dann können wir das ausrechnen. Und hier ist es so, dass es Optimierungsverfahren ist, wo man eben versucht, die Punkte eher so in der gleichen Abstand reinzupressen, wie das halt im hochdimensionalen Raum anscheinend ist. Und diese Methode funktioniert eigentlich sehr, sehr gut für viele Anwendungen. Schauen wir nochmal zurück
in die Präsentation. Jetzt machen wir einen Sprung, einen großen Sprung. Und zwar, wir waren jetzt bei einer komplizierten Methode, T-SNE, ja, Dimensionsreduktion. Und jetzt hüpfen wir zu Pandas. Ja. Pandas ist, wenn man es inkorrekt sagt, sowas wie Dinge, die es im R gibt, auch in Python. Und ich brauche für Pandas die Package NumPy, das ist eine sehr alte Numerical Computation Package. Und dann brauche ich Pandas. Und dann gibt es so ein Data Frame und es ist nicht genau dasselbe, aber die Syntax ist sehr, sehr ähnlich wie in Python. Und jetzt kann ich plötzlich solche angenehmen Tabellen mit schnellen Methoden zum Rauspicken von gewissen Spalten, von gewissen Zeilen auch in Python verwenden. Und Python ist ja doch eine sehr, sehr wichtige Programmiersprache im Bereich des Machine Learning geworden. So. Das ist der Key, das sind die Spalten, die Features. Ja. Hier schreibe ich nur 1,0 rein, da ein Timestamp, da ein Series. Und was Sie schon merken, es ist eine gewisse Intelligenz dabei. Also da, wo nur einzelne Werte sind, da wird der Wert einfach vervielfältigt. Ja. Also das wird vervielfältigt. Das da, das habe ich als Series schon angegeben, aber da ist trotzdem immer der gleiche Wert drin. Da mache ich Train-Test. Und da schreibe ich irgendwas rein. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, so ein Data Frame in Pandas aufzubauen. Und warum machen wir das jetzt? Weil wir mit sklearn, sklearn ist eine ganz, ganz wichtige, immer wichtiger werdende Package für Machine Learning im Python. Und mit sklearn, da haben wir jetzt ein Beispiel und leider ist es mit dem Linear Model und bezogen auf die Qualitätskriterien der Linear Models tatsächlich viel, viel besser, wenn wir das direkt im R machen, aber man kann ein Linear Model auch in sklearn machen und im sklearn kann man insbesondere sehr viele Data Mining und Machine Learning Techniques anwenden. Also wir machen einfach from sklearn import Linear Model und dann lesen wir CSV ein. Das schaut auch schon relativ ähnlich aus, das ist Pandas wie im R, also da muss man sich nicht so dramatisch umgewöhnen und holen uns da jetzt gewisse Spalten aus den Daten raus und können jetzt am Model fitten, das aus BMI, Age und der Anzahl an Kindern die Kosten für die Krankenversicherung ausrechnet. Und dann kriege ich halt die Koeffizienten raus, also mit was, das ist Intercept, der Intercept ist hier, also die Koeffizienten sind BMI, Age und Children, das was ich drauf multiplizieren muss und dann kann ich auch Predictions machen für neue Testsets. Was kleiner 3 genau heißt, weiß ich jetzt nicht, aber Sie können mir da vielleicht noch helfen. So, und da gibt es ein Package, die heißt Anaconda, die ist frei verfügbar und wenn man Python-Purist ist, mag man es oder mag man es nicht, aber wenn man diese Anaconda-Package installiert und dann eben mit dem Conda install -c Conda forge open tsne hinschreibt, dann kriegt man eine große, ganz tolle Package, die dieses T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding eben implementiert. Und was man da jetzt machen kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, ich mache die Perplexity auf 3, ich sage, welche Abstandsmetrik verwende ich, dann brauche ich einen Error Logger, dann sage ich, wie viele Jobs sollen parallel laufen, dann kann ich ein Random State angeben und dann mache ich da Dimension Reduction von Age, BMI, Children und Charges, also ich stecke diese ganzen Daten rein und reduziere das und was ich dann machen kann, ist, dass ich so ein sogenanntes Fit mache und in diesem Fit ja, kommt man nachher plötzlich nur noch ein zweidimensionaler Scatterplot für diese vierdimensionalen Daten raus. Und man muss natürlich hoffen, dass das, was da rauskommt, auch wirklich was mit den Originalgruppierungen zu tun hat. In den meisten Fällen funktioniert das sehr, sehr gut. So, nochmal zurück. Wir wollen nämlich jetzt als nächstes wirklich mal eine größere Datenanalyse
komplett durchmachen. Auf dem Datenset, das wir noch finden werden, nämlich im letzten Teil dieser Lehrveranstaltungen. Und etwas, über das wir eigentlich noch gar nicht geredet haben, weil Dummy Coding haben wir uns ja schon angeschaut. Standardize, Normalize und so weiter. Also wie normalisiert man, wie standardisiert man eigentlich irgendwelche Datenspalten? Weil das Problem ist ja oft, ihr habt Datenspalten, die haben ganz verschiedene Standardabweichungen, die haben ganz verschiedene Absolutwerte und irgendwie muss ich versuchen, die alle auf eine vergleichbare Größe zu kriegen. Und das Klassischste fast, würde ich sagen, ist diese Standardisierung oder Normalisierung, wo man sagt, der Z-Score, das ist der Wert, der in der Spalte steht, minus den Mittelwert über die Spalte, dividiert durch die Standardabweichung über der Spalte. Warum mache ich das? Weil das heißt, die Verteilung der Werte in der Spalte wird als sogenannte 0,1 Normalverteilung. Ja, also der Mittelwert ist dann 0, wenn ich das hier mache, bei den Z-Werten, und die Standardabweichung ist eben Grad 1. Und dann kann ich die Spalten relativ gut vergleichen. Einziges Problem sind natürlich Ausreißer, und das andere Problem, was wir auch haben, ist, wenn die Daten grundsätzlich nicht normal verteilt sind. Und dann gibt es noch das Thema Data Imputation, da wollen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Was ist, wenn Daten fehlen? Ja, und da gibt es sehr viele Situationen, wo Daten fehlen. Es gibt Missing Completely at Random, es gibt Missing at Random und so weiter und so fort. Das Einfachste, was man mal anwenden kann, ist, dass man Datenzeilen, in denen Werte für gewisse Features fehlen, und das ist das Konservativste, aber das, was auch am wenigsten Fehler erzeugt, ist wirklich die Daten einfach wegzulassen. Also leave out. Ja? Also wenn ich eine Zeile habe, wo irgendein Wert fehlt, dann lasse ich es weg. Null setzen ist oft sehr, sehr gefährlich, weil das Null bedeutet ja gegebenenfalls was. Also sagen wir, Sie haben eine Spalte, in der steht der Preis von dem Haus, um das geht, und Sie setzen jetzt, weil der Wert fehlt, einfach die Spalte auf Null, dann hat man so vom Bauchgefühl her, das ist schon okay, aber für die Vorhersage ist das natürlich ein kompletter Blödsinn, weil es wahrscheinlich kein Haus gibt, das einfach nichts kostet. Also, Data Imputation kratzt man nur am Rand, wir sollen es nicht vergessen. Also, Missing Data ist ein Riesenthema und wir müssen uns natürlich überlegen, können wir das irgendwie ersetzen oder machen wir das Härteste, lassen wir Zeilen, in denen Daten fehlen, einfach ganz weg. Das ist die beste Methode, wenn man genug Daten hat. So. Wie wollen wir jetzt auf unserem Datenset arbeiten? Das erste, was wir machen, ist mal OpenTSNI auf allen Features. Ja? Also wir nehmen die Punkte, diese Striche sollen heißen, das ist ein extrem hochdimensionaler Raum. Wenn man es NaN setzt, das ist eine gute Frage, dann funktioniert ja Ihr lineares Modell zum Beispiel nicht mehr. Also NaN setzen ist sowas Ähnliches, das liegt an der Implementierung der linearen Modelle, wie wenn man es einfach weglässt. Aber das liegt halt dran, wie Python oder R diese Modelle implementiert. Also was machen wir jetzt auf den Datensets, die wir finden? Zuerst einmal machen wir OpenTSNI auf allen Features und rechnen es runter. Und wir optimieren Perplexity, Learning Rate, das sind alles Parameter beim OpenTSNI. Die Learning Rate ist sozusagen, wie weit gesprungen wird bei dem Gradient Descent, sehr vereinfacht gesagt. Und wir wollen jetzt diese Perplexity optimieren durch, da ist ein bisschen was verrutscht, das richte ich dann noch, durch diese Formel. Ja? Also wir nehmen die Kullback-Leibler-Divergenz von den zwei Verteilungen, die hinten rauskommt, plus den Logarithmus von n, das ist die Anzahl der Datenzeilen, der Datenpunkte, mal der Perplexity durch n. Und das ist unsere Bewertungsfunktion, die sagt, wie gut diese Perplexity jetzt passt. Und da können wir jetzt experimentieren und können versuchen, ob wir mit anderen Perplexities hier einen besseren Wert kriegen. Und den Wert wollen wir optimieren. Der kommt aus dem Paper Automatic Selection of TSNI Perplexity. Und im Allgemeinen funktioniert das relativ gut. Also wir haben nämlich das Problem, wo kriege ich denn einen gescheiten Parameter her? Ja.
Bei den Disney-Parameters gibt es jetzt noch ein paar lustige Sachen, die ich mir gern mit Ihnen anschauen würde. Moment, ich muss kurz auf die richtige Website gehen. Ah, das ist schön. Und die Website zeige ich Ihnen, lasse ich Ihnen natürlich in den ganzen Chats, in den Slides drinnen. Und wenn wir jetzt wieder auf meinen Bildschirm schauen, dann sehen wir, hier gibt es How to use Disney effectively. Wir versuchen jetzt da irgendwie so Punkte irgendwie zu clustern. Wir starten bei so einem Grid, das ist natürlich nicht interessant, schauen wir uns was Interessantes an. Da sehen wir, was passiert, wenn das länger läuft, ja. Und wir können da ein bisschen probieren, was passiert denn bei so einem Datenset, wenn wir die Perplexity hochdrehen, ja. Oder wenn wir es runterdrehen. Und wir sehen schon, eine höhere Perplexity führt natürlich zu mehr Nachbarschaft. Bei so einem schön separierten Datenset haben wir kein Problem. Nehmen wir mal ein bisschen realistisches Datenset. Und schauen, ob wir da, jetzt ist eindeutig die Perplexity zu hoch. Gehen wir mit den Dimensions noch ein bisschen rauf. Also da gibt es sehr viele Beispiele, wo man super probieren kann, wie dieser Perplexity-Parameter eigentlich arbeitet. Da sehen wir, ist das alles ein bisschen extrem. Gehen wir hier ein bisschen hoch. Da haben wir eigentlich eindeutig zwei Cluster, aber wir merken mit der hohen Perplexity, das haut irgendwie nicht so ideal hin. Ja. Probieren wir es nochmal neu. Diese Krähenfüße oder Händelfüße, die entstehen auch ein bisschen mit dem Perplexity-Parameter. Da kann man ein bisschen spielen, weil je höher dieser Parameter wird, ich möchte nochmal auf die Formel gehen, desto eher akzeptieren wir Cluster. Nur wenn es keine Cluster gibt, dann kann natürlich Disney sowas auch nicht finden. Ich lege Ihnen diese Seite ans Herz zum ein bisschen probieren und jetzt schauen wir uns noch die statischen Beispiele an. Also hier haben wir original eigentlich zwei super Cluster. Wenn wir jetzt die Perplexity klein setzen, dann versucht er diese Cluster zu erreichen. Zerreißen, wenn wir die Perplexity größer setzen, dann lässt er die Cluster stehen. Wenn wir noch weiter raufgehen mit der Perplexity, kommt irgendwann ein Punkt, wo eigentlich wahnsinnig schöne Cluster entstehen. Und wenn wir ganz raufgehen, dann schlagt es wieder um und die Perplexity sorgt dann dafür, dass eigentlich das Clustering verschwindet. Und da merkt man, wie entscheidend dieser Parameter ist. Also wir starten mit dem Set und lassen auf dem Disney laufen. Hier haben wir wieder so ein ähnliches Beispiel und da gibt es so Faustregeln, wie man die Perplexity am Anfang einstellt. Und man merkt auch, ja, je nach Perplexity kann es sein, dass ich von einem sehr schönen Clustering in ein sehr hässliches komme oder ganz lustige Effekte entstehen. Aber man sieht schon, wenn ich die richtige Perplexity anwende, kriege ich natürlich ganz, ganz tolle Ergebnisse. Ich lege Ihnen extrem ans Herz, das hier mal durchzuarbeiten und anzuschauen und das zählt dann auch zum Stoff für diese Lehrveranstaltung, weil das ist eine sehr, sehr schöne Übersicht über die praktische Anwendung von Disney. Gehen wir noch einmal zurück zu den Slides, wir haben nur eine Viertelstunde und dann schauen wir Richtung Pause und praktischer Anwendung. Gut, da sind wir wieder bei unserem Abschlussprojekt und jetzt müssen wir eben diese Parameter einstellen und wir wollen möglichst schön definierte Cluster mit möglichst wenig Artefakten, das heißt möglichst dann eben mit diesen Hühnerbeinen, die da entstanden sind. Und jetzt schauen wir weiter. Das nächste, was wir machen wollen, ist Feature Selection. Das heißt, wir schauen uns jede Spalte des Datensets an und schauen, wie viel tragen die einzelnen Features zu definierten Bereichen von den Gesundheitskosten, das war jetzt unser Beispiel, bei Information Gain,
durch ein neues Feature beim Entscheiden, ob wir es dazu nehmen oder eben nicht. Und diese Mutual Information, die berechnen wir für alle Paare. Und dann können wir eben entscheiden, welche Features wollen wir eigentlich verwenden oder eben nicht. Jetzt machen wir das OpenTisney nochmal auf den reduzierten Features und schauen wieder, was da rauskommt. Und wenn wir dann diese zwei Ergebnisse haben, also diese niedrigdimensionale Darstellung von allen Features und die niedrigdimensionale Darstellung von den reduzierten Features, dann probieren wir jetzt beide zu clustern und schauen, wo für uns eigentlich bessere Cluster rauskommen. Und was man dann natürlich nicht vergessen darf, ist die Interpretation. Wie kriegt man nochmal Cluster aus diesem Reachability Plot raus? Entweder durch einen horizontalen Schnitt oder Optics Xi, das ist diese Steigung, die angenommen wird am Anfang und am Ende des Clusters, oder auch okay durch visuelle Analyse. Also das von Hand definieren, weil das ist ja das Tolle an dem Erreichbarkeitsplot, dass er eben zweidimensional ist. Wie kriegt man die besten, sagen wir mal, Parameter für Epsilon und Min Points? Es gibt da einige Indizes. Der Silhouette-Koeffizient ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Das Problem bei allen diesen Koeffizienten ist, dass die tendenziell darauf fokussieren, dass die Cluster eher so ja, schön konvex sind. Und da die auf das fokussieren, ist es jetzt so, dass man da natürlich, wenn man ganz ausgerissene, dichtebasierte Cluster hat, vielleicht gar keinen guten Silhouette-Koeffizienten oder Kalinsky-Harapach-Score oder Davis-Boolean-Index oder Dunn-Index bekommt. Das sind alles Parameter, wo man ein fertiges Clustering hat und dann kriegt man eine Zahl, die ungefähr sagt, wie gut dieses Clustering ist. So. Und jetzt probieren wir die Vorhersagen, die wir vorher auf dem ganzen Datenset gerechnet haben, nochmal pro Cluster zu rechnen und schauen, ob das besser funktioniert. Also, wir brauchen ein Datenset, wir machen eine Vorhersage einer Spalte auf dem Datenset, wir reduzieren das Datenset möglichst optimal, wir clustern das Datenset, wir schauen, dass wir jedem Cluster ein Modell zuweisen und das machen wir dann nochmal parallel mit am Feature reduzierten Datenset und dann schauen wir, ob wir jetzt bessere Ergebnisse kriegen als vorher bei dem Regressionsmodell für das Gesamtset. Gut, an der Stelle sind wir mit dem Vortragsteil durch und ich freue mich jetzt natürlich schon auf den interaktiven Teil. Ich bin ein bisschen früher fertig, als ich geplant habe, deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir um 16.05 Uhr wieder anfangen, dann haben wir ein bisschen mehr Zeit oder wir treffen uns einfach um 16.05 Uhr im Chat und legen dann los. Wenn es noch Fragen gibt, bin ich natürlich gern noch da. Das waren gute Fragen. Machen wir einfach, wie es geplant ist. Also wir treffen uns um 14.15 Uhr im Chat. Wenn Sie dazwischen Fragen haben, rufen Sie mich sehr gerne an. So machen wir es. 14.15 Uhr. Jetzt war ich schon ein bisschen müde vom Vortrag.